Guten Abend aus Berlin. Wir wollen uns heute mit einem ganz besonderen Begriff beschäftigen und Sie auch dazu einladen, einmal über die Grenze, den Begriff der Grenze nachzudenken. Ich denke, immer wenn ein Begriff derart vielfältig in ganz verschiedenen Diskursen vertreten ist, ja, denken Sie mal an den Grenzwert in den Naturwissenschaften oder auch die Grenze als ein zentraler Begriff in politischen Diskussionen, gerade um Abschottung und um Öffnung von Grenzen. Denken Sie auch an die Grenze im alltäglichen Erleben, im Erleben von Grenzsituationen, von Grenzerfahrungen mit der Welt, sicherlich auch mit den Menschen um uns herum und natürlich auch mit den Grenzen uns selber gegenüber. Ja, immer wenn ein Begriff derart umtriebig ist und sowohl materielle wie auch immaterielle Phänomene bezeichnet, ich denke, dann lohnt sich ein übergreifender, das heißt ein philosophischer Blick auf ihn. Und in unserem Beitrag heute wollen wir Ihnen eine ganz besondere philosophische Perspektive auf diesen Grenzbegriff vorstellen. Es geht um die Idee, dass Grenzen kreative Prozesse sein können. Es geht darum also, dass Grenzen keine starren, keine substanziell festgelegten Demarkationslinien bzw. Trennlinien sind, sondern dass Grenzen andauernde, das heißt auch fortwährend sich verändernde Prozesse sind. Ja, Grenzen also als Prozesse, die sich vor allem durch zwei zwar entgegengesetzte Tendenzen charakterisieren lassen, die sich aber auch durchdringen, nämlich die Tendenzen der Begrenzung auf der einen Seite und natürlich der Entgrenzung auf der anderen Seite. Und ich denke, der eindrucksvollste Ort, an dem sich Grenzen als kreative Prozesse zeigen, das sind eben die lebendigen Organismen. Ja, der Organismus und seine vielfältigen Arten und Weisen, seine Interaktionen, mit denen er sich als Ganzheit mit seiner Umwelt auseinandersetzt, ja, mit der er sich ihr öffnet und sich natürlich auch von ihr abgrenzt. Das sind all seine Aktivitäten, in denen er also durch eine Art andauernde Neukonstituierung seiner Grenzen sich selbst und auch diese Umwelt mitgestaltet. Und kreativ ist der Organismus, denke ich, dann deshalb, weil er dabei ja ständig neue Normen seines eigenen Lebens setzen kann. Das heißt aber auch, sich und seine Grenzen ständig aufs Neue überschreitet. Und um das viel besser zu verstehen, kann ich heute meine Fragen an den Prozess- und Biophilosophen Spiridon Koutrofinis stellen. Ja, sein Promotionsthema an der Humboldt-Universität war unter anderem fokussiert auf die Probleme der Selbstorganisationstheorie. Inzwischen ist er Privatdozent am Philosophischen Institut der Technischen Universität Berlin. Er war zwischendurch Gastprofessor in Berkeley und 2019, also ganz frisch erschienen, ist sein Buch Organismus als Prozess im Alba Verlag. Und im Prinzip ist alles, worüber wir heute sprechen wollen, sein Forschungsthema, sein Forschungsgebiet. Ja, Spiridon, du bist uns aus Athen zugeschaltet und hoffentlich hält die Verbindung. Guten Abend, Spiridon. Guten Abend, René. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, über einige tiefe Intuitionen großer Denker wie Jakob von Hoeckskühl, Georges Canguilhem, Henri Bergson und Michel Foucault zu sprechen. Alle, die ich gerade erwähnt habe, stehen im Zentrum der nicht-mechanistischen Betrachtung des Lebendigen. Ihr Werk hat die wesentliche Eigenschaft der Lebewesen beleuchtet, sich andauernd selbst die Bedingungen ihrer Beziehungen zur Umwelt und die Bedingungen der eigenen Existenz zu schaffen. Diese Autoren bilden die wichtigsten Tragsäulen einer Form von Biophilosophie, in der ich mein geistiges Zuhause gefunden habe. Und deswegen möchte ich sie jetzt in den Fokus unserer Betrachtung nehmen. Du hast es gerade so schön selbstverständlich gesagt, dieser Begriff Biophilosophie als deine geistige Heimat. Aber vielleicht ist das eigentlich ein ganz guter Anfangspunkt. Ja, was verstehst du denn eigentlich unter Biophilosophie und warum ist ihr Dreh- und Angelpunkt jetzt eigentlich der Begriff beziehungsweise das Verstehen des Organismus? Von Biophilosophie ist in meinen eigenen Schriften die Rede in bewusster, aber nicht in scharfer Abgrenzung, also geschweige auch in antagonistischer Abgrenzung zur sogenannten Philosophie der Biologie. Letztere wurde in den frühen 70er Jahren des 20. Jahrhunderts von Philosophen und Biologen des angelsächsischen Sprachraumes eingeführt. Also typische Fragestellungen der sogenannten Philosophie der Biologie sind die Beziehung der Biologie zur Physik und Chemie, die Begriffe der Anpassung,
der natürlichen Selektion, also Kernbegriffe der Evolutionstheorie seit der Zeit von Charles Darwin, die Ebene oder Ebenen, in denen die natürliche Selektion wirkt, also greift sie auf Gene, greift sie auf Organismen oder Gruppen von Organismen, was wird also selektiert? Dann der Begriff des Gens, bis heute weiß man nicht so genau, was eigentlich Gene sind. Es gibt jedenfalls immer wieder neue Veröffentlichungen über die Natur der Gene. Oft wird die Philosophie der Biologie auch als Biophilosophie bezeichnet oder die Biophilosophie wird mit der Philosophie der Biologie gleichgesetzt. Unter anderem auch deswegen, weil auch die Biophilosophie sich mit diesen Fragen, die ich gerade erwähnt habe, beschäftigt. Aber worin besteht der Unterschied? Warum gehe ich davon aus, zum Beispiel, dass es nicht zweckdienlich ist, Biophilosophie und Philosophie der Biologie gleichzusetzen? Ja, der Grund ist nicht die Fragen, die in den Mittelpunkt der beiden Richtungen gestellt werden, sondern die Methode, mit der man an diese Fragen herangeht. Ja, und vor allem die metaphysischen Grundlagen. Aus welchen metaphysischen Grundannahmen gehen die Philosophen der Biologie aus und aus welchen gehen Biophilosophen aus? Also eine Grundidee, die erste Grundidee, ich werde erstmal nur drei vorstellen. Die erste Grundidee besagt, dass jede Form mentaler Tätigkeit unlösbar an der Aktivität eines hinreichenden Komplexes Nervensystems gebunden sei. Das heißt, in der modernen Philosophie der Biologie, auch in der modernen orthodoxen Biologie, geht man davon aus, dass Pflanzen einzellige und einfache vielzellige Organismen nichts erleben. Das erleben nur Tieren und Menschen, also die auch eine Art von Tieren eigentlich sind, zukommt. Das heißt, die Fähigkeit, den eigenen Körper und die Umwelt zu erfahren, sei relativ spät in der Evolution entstanden und jede Erfahrung könne prinzipiell restlos auf ein komplexes Muster der physikochemischen Aktivität des neuronalen Systems reduziert werden. Das heißt, ohne Gehirn gibt es keine Erfahrung, kein Erleben. Und diesen Punkt lehnt die Biophilosophie, wie ich sie verstehe, explizit ab. Wir gehen also davon aus, dass das Erleben die Grundlage alles Lebendigen ist. Wir gehen davon aus, dass Erleben in irgendeiner noch so primitiven Form jedem noch so einfachen, noch so ursprünglichen Bakterium zukommt. So wie man nicht erwartet, so wie man nicht sagt, dass ein Bakterium nicht verdaut, weil es keinen Magen und keinen Darm hat, sollte man auch nicht sagen, dass ein Bakterium kein Erleben hat, weil es kein Gehirn hat. Der zweite Punkt, die zweite metaphysische Grundannahme ist, dass das Erlebensakte für die Ontogenese der Individuen, also für die Entwicklung eines Lebewesens vom Embryo zum ausgewachsenen Individuum, und auch für die Evolution der Arten, also nicht nur für die Ontogenese, sondern auch für die Phylogenese, absolut relevant ist. Im Gegensatz dazu gehen viele Philosophen der Biologie oder genauer gesagt Philosophers of Biology davon aus, dass Erlebensakte kaum relevant für die Embryogenese sind, zum Beispiel. Ja, dass das Gehirn eines Embryos entsteht, ohne dass es etwas erlebt. Und man geht sogar noch weiter. Die Evolution der Arten, in der Evolution würden Erlebensakte überhaupt keine Rolle spielen, heißt es. Der dritte und letzte Punkt, den ich heute erwähnen möchte, ist, dass wir davon ausgehen, dass in jedem Organismus, ja, nicht nur in den komplexen, sondern in den einfachen Organismen, wahrscheinlich auch Quantenprozesse eine sehr wichtige kausale Rolle spielen. Ja. Also nicht nur in der Neurobiologie oder in der Behandlung der Photosynthese, sondern ich glaube, dass auch in mehreren verschiedenen biologischen Vorgängen Quantenprozesse eine wichtige Rolle spielen. Also es sind drei jetzt metaphysische Grundannahmen, basale Grundannahmen,
meines eigenen, der Biophilosophie, die ich vertrete. Gut, diese drei Brocken, die du genannt hast, ja, das sind natürlich Themen, für die man Geduld braucht. Und ich glaube, wir werden auf die ein oder andere Grundidee ja jetzt erst zu sprechen kommen. Ich würde gerne aber jetzt mal diese Grundintuition, die du gerade benannt hattest, doch nochmal zurück auf unser Thema heute werfen. Also was bedeutet das denn jetzt eigentlich für das Verhältnis von Organismus und Grenze? Also was ist denn aus deiner biophilosophischen Sichtweise so etwas wie die Grenze des Organismus? Weil da scheint es mir ja spannend zu werden. Wir müssen also jetzt über das Wort Organismus reden. Dieses Wort entsteht erst im 18. Jahrhundert als ein wissenschaftlich reflektierter Begriff. Also taucht dieser Begriff richtig auf. Schon seit der Antike gibt es diesen Begriff des Organons oder Organs, auch die Idee der Organisation. Aber von Organismus redet man erst im 18. Jahrhundert. Mit diesem Begriff, mit dem Organismusbegriff, bezieht man sich auf die spezifische Weise der Strukturierung oder Gliederung eines Lebewesens. Einfacher gesagt, der Organismus ist die Struktur des Körpers eines einfachen Einzelwesens, dem als Ganzen und Einfachem bestimmte Vermögen und Tätigkeiten zugesprochen werden. Also zum Beispiel Metabolismus, Selbstbewegung, Wachstum, Reproduktion, obwohl nicht alle Organismen reproduzieren sich. Ja, also aber diese besitzen sie als Ganzes, als ein Ganzes und als ein Einfaches, als ein Unteilbares sozusagen. Der Begriff des Organismus wurde leider im Zuge der Entwicklung, im Zuge der Entwicklungen, weil es sind mehrere Entwicklungen, in der Evolutionstheorie und der Molekularbiologie für einen sehr großen Zeitraum aus dem biologischen Denken verbannt. Der enorme Aufschwung, den die Genetik durch die Molekularbiologie mit der Entdeckung der DNS in der Mitte des letzten Jahrhunderts davor, verleitete dazu, Organismenrestos auf Gene zu reduzieren. Also es hieß immer wieder, genetische Programme bzw. die in der DNS gespeicherte genetische Information würde die Entwicklung eines Organismus restlos determinieren. Gene würden bestimmte Eigenschaften haben und der Organismus sei nichts anderes als ein Vehikel, ein Fahrzeug der Gene. Man konzentriert sich also auch auf Bausteine und nicht auf irgendeine Ganzheit, wenn ich das richtig sehe. Ja, nicht auf eine Ganzheit, nicht auf etwas, das sich Ausdruck gibt, ja? Nicht auf etwas, das sinnlich wahrnehmbar ist, nicht auf etwas, das auch von Tieren und vielleicht auch von Pflanzen auf irgendeine Weise wahrgenommen wird. Heute wissen wir, dass Pflanzen sehr sensible, also sehr sensitive Wesen sind. Sensitive jetzt im Sinne von Wahrnehmungskapazitäten. Ja. Das heißt, man muss nicht unbedingt Augen und Ohren haben, um die Umwelt zu erfahren. In der Biologie gibt es natürlich eine lange Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert, alles immer auf immer kleinere Strukturen zurückzuführen. Schon im frühen 19. Jahrhundert ging es nicht mehr um Organismen, sondern um Zellen. Ja. Ja? Und dann ging es nicht mehr um Zellen, sondern um Zellorganellen. Und dann ging es um was weiß ich, Proteine und so weiter. Und am Ende ging es nur noch um Gene. Ja, nicht einmal um Chromosomen, sondern um Gene auf den Chromosomen. Später, also schon selbst in der orthodoxen Biologie hat man aber in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts verstanden, dass die Rede von genetischen Programmen, von genetischer Information eigentlich irreführend ist. Man weiß gar nicht so richtig, was Information ist. Nicht nur in der Genetik, sondern auch in anderen Gebieten. Und man hat festgestellt, dass Organismen oder ganze Lebewesen im Grunde genommen aktiv gegenüber ihren Genen werden können. Das heißt, Organismen sind nicht die Objekte ihrer Gene, sondern sind Subjekte, die ihre eigenen Gene zweckmäßig, sinnvoll ein- oder ausschalten und sogar umstrukturieren. Also Lebewesen haben eine enorme Plastizität. Der Begriff der Plastizität ist sehr zentral für die heutige Biologie. Und die Plastizität, also die Fähigkeit, sich radikal umzubauen, ja, um sich sehr veränderte Umweltbedingungen oder sogar eigene Verletzungen
gerecht zu werden. Ja. Und jetzt möchte ich, nachdem ich mich kurz zum Thema oder lang, ich weiß es nicht, zum Thema Organismus geäußert habe, zum Thema Grenze, Grenze und Organismus kommen. Die Grenze des Organismus ist das, was ihn von seiner Umwelt in mehrfacher Hinsicht unterscheidet. Also in räumlicher, materieller oder stofflicher, aber auch in kausaler und funktionaler Hinsicht. Der Organismus erzeugt selbstständig diese Grenzen. Das ist natürlich sehr wichtig. Die Grenze ist ihm nicht gegeben, sondern der Organismus erzeugt selbstständig diese Grenzen. Das heißt, er erzeugt sie autonom. Die organismische Grenze darf niemals mit der Grenze eines leblosen physikalischen Systems oder einer Maschine zu ihrer physischen Umgebung gleichgesetzt werden. Also das Gehäuse, das eine Maschine abgrenzt und zusammenhält, oder der Behälter eines Gases, eines physikalischen Systems, der dieses Gas von seiner Umgebung separiert, werden ihnen, also sowohl Maschinen als auch Organismen, von außen gesetzt und bleiben solchen Systemen extern und extrinsisch, ihrem Wesen fremd. Also wesensfremd. Wesen äußerlich, das bedeutet hier extrinsisch. Im radikalen Gegensatz dazu sind die Grenzen der Organismen intrinsische Prozesse. Ja? Das heißt, die sind wesensstiftende Prozesse. Das heißt, bei Organismen haben wir Grenzsetzungen. Weil die Grenzen physikalischer Systeme und Maschinen ihnen extrinsische, da ihnen aufgezwungene, sogar aufgepfropfte, könnte man sagen, Gegebenheiten sind, haftet ihnen eine Totalität und Statik an. Entweder darf nichts rein oder raus, oder es ist vorgegeben, was rein und raus darf. Ganz anders verhält es sich jedoch bei Organismen. Sie erzeugen selbst ihre Grenzen, die man deswegen besser als Rand oder als Membran bezeichnen sollte. Die organismischen Ränder und Membranen sind selektiv durchlässige Grenzen. Das ist mir sehr wichtig. Selektiv durchlässige Grenzen. Und die Selektion wird natürlich vom Organismus selbst betrieben. Das heißt, der Organismus reguliert entsprechend seiner jeweiligen, Ausrufungszeichen, jeweiligen Bedürfnisse die Prozesse, die auf seiner Grenze stattfinden. Das heißt, er hat weder eine statische, totale Grenze, noch eine, deren Durchlässigkeit festgelegt ist. Der Organismus kann sein Grenzgeschehen selbst und vor allem flexibel bestimmen, also in Abhängigkeit von den jeweiligen Bedürfnissen und Nöten, wenn du so willst. Und ich habe das vorhin so salopp gesagt, also kann man das kreativ nennen? Also ist das so eine Art schöpferischer Akt? Würdest du da mitgehen oder war das zu naiv? Das ist es auf jeden Fall. Wir wissen heute, dass selbst einzellige Organismen das Vermögen besitzen, ihre genetische Aktivität zweckmäßig umzugestalten, also plastisch umzugestalten. Organismen können sowohl in ihre Struktur umbauen, als auch die Aktivität dieser inneren Struktur sinnvoll variieren. Ja? Jede Zelle baut während ihres Zellzyklus ihr Inneres um und reguliert sinnvoll ihre genetische und metabolische Aktivität. Die ist nicht festgelegt, ja? Sondern sie wird intern und deswegen auch intrinsisch reguliert. Diese innere Flexibilität des Organismus setzt aber die Existenz innerer, selektiv durchlässiger Grenzen voraus, deren Aktivität ebenfalls nicht festgelegt ist, sondern intern reguliert wird. Das heißt, wir haben eben innere Membranen. Es gibt Membranen, die die Zellen voneinander trennen, aber trennen in Anführungsstrichen, weil es auch eine selektive Durchlässigkeit gibt. Und es gibt sogar innerhalb der Zelle Zellorganellen, die auch ihre eigenen Membranen haben. Also wir haben Grenzen in Grenzen in Grenzen, wenn du so willst, die alle aber intern regulierbar sind, plastisch regulierbar sind und flexibel, also nicht festgelegt.
Deswegen kann man sagen, der Organismus hat nicht nur eine äußere Umwelt, sondern der Organismus selbst, der vielzellige Organismus selbst, stellt für seine Zellen eine innere Umwelt dar. Ich glaube, wir beide und du vor allem, du bist inspiriert von einem Umweltbegriff von Jakob von Uexküll, der meines Wissens nach, glaube ich, 1909 schon entstanden ist in diesem Büchlein Umwelt und Innenwelt der Tiere. Und darin geht es um eine Abgrenzung, zu der man, glaube ich, etwas sagen muss, nämlich die Abgrenzung von Umwelt und Umgebung. Also was hat es damit auf sich? Kannst du vielleicht dazu kurz was sagen? Ich hatte das auch nicht umsonst vorhin erwähnt, also beide Begriffe erwähnt. Umgebung mit der Extrinsik, na, mit dem extrinsischen Wesen von Maschinen, physikalischen Systemen, mit der begrenzten Selbstständigkeit, nicht vorhandener Autonomie solcher Systeme. Und Umwelt mit der Intrinsik, mit dem intrinsischen Wesen von jedem Lebewesen. Es ist nicht zufällig, dass dieser Begriff von Jakob von Uexküll eingeführt wurde, einen großen Biologen, der, wie du schon sagtest, 1909 in seinem Buch Umwelt und die Innenwelt der Tiere den Begriff der Umwelt eingeführt hat. Und vor allem in seinem 1920, also genau vor 100 Jahren, entstandenen genialen Buch, ne, Theoretische Biologie, das war der Titel des Buches, Theoretische Biologie, eingeführt hat. Die Umwelt eines Organismus, sagt Uexküll, ist derjenige Teil seiner Umgebung, seiner physischen Umgebung, der Bedeutung für den Organismus hat. Das heißt, jeder Organismus hat eine physische Umgebung, was ihn umgibt. Die Materie, die Energie, alles, was um ihn ist. Aber jeder Organismus legt selbstständig fest, was für seine metabolischen und anderen Bedürfnisse von dieser Umgebung wichtig ist. Und das ist seine Umwelt. Umgebungen zeichnen sich durch physikochemische Interaktionen aus. Der Organismus grenzt sich von seiner Umwelt durch einen Prozess der Produktion von Bedeutung ab. Und deswegen halte ich Jakob von Uexküll für einen ganz großen Biophilosophen. Ich würde Spiridon gerne an der Stelle eine kleine Klammer aufmachen und eine Nachfrage stellen. Also ja, okay, der erlebte Teil der Umgebung ist also die Umwelt, wenn ich dich richtig verstanden habe, also die Umwelt eines Objektes. Und diese Grenze zwischen der bedeutungsvollen Umwelt und der bedeutungslosen Umgebung, diese Grenze würde ich mir gerne anschauen, indem ich sie einfach mal bezeichne als so eine Art Grenze des Interesses. Also wo das Interesse des Organismus aufhört, wo die Auswahl aufhört, dort beginnt quasi die Umgebung. Und ich glaube aber auch, dass diese Grenze sehr, sehr offen sein kann. Und ich muss immer an den Menschen denken. Also meine ganz naive Frage an der Stelle ist immer, kann denn eigentlich alles in der Umgebung jetzt Teil einer sinnvollen Umwelt werden? Also kann zum Beispiel der menschliche Organismus alles in seiner Umgebung, also das Interesse vorausgesetzt, erfassen? Für den Menschen würde ich ja sagen. Das kann aber nicht jeder Mensch und auch nicht zu jeder Zeit machen. Aber für den Menschen gilt das, was für alle Organismen gilt. Die Grenze zwischen Umwelt und Umgebung, also bedeutungsbeladenem Teil der Umgebung und bedeutungslosem Teil der Umgebung, ist eine flexible und verschiebbare. Ja, und das gilt meines Erachtens schon für das Bakterium. Je nachdem, welche Bedürfnisse vorherrschen, in welcher Lage der Organismus sich befindet, haben andere Sachen, andere Gegebenheiten seiner physischen Umgebung Bedeutung für es. Ja? Und etwas, das gestern Bedeutung hatte, kann heute keine Bedeutung mehr haben, nicht mehr Teil der Umwelt sein. Ja? Also diese Grenze ist eine flexible. Ich möchte auch noch dazu sagen, dies wird nicht durch physikalische Gesetzmäßigkeiten, das ist jetzt durch und durch Uexküllis, was ich sage, determiniert, sondern wird kreativ vom Organismus selbst. Also weißt du, was bei mir im Hintergrund immer mitarbeitet, ist so ein bisschen ein Satz von Stanislav Lem, und ich weiß, du bist großer Science-Fiction-Fan,
Und da heißt es unter anderem, der Mensch eignet sich nicht für den Kosmos und deshalb verzichtet er nicht auf ihn. Ja, es gibt also eine Bewegung des Menschen hin zu dem, wofür er sich eigentlich nicht eignet. Und dabei musste ich an diese Entgrenzung von Umwelt und Umgebung denken. Also in dem Fall ist ja die Entgrenzung der menschlichen Umwelt zum Beispiel eine, die durch Technik auch gefördert werden kann. Also durch Technik wird der Weltraum, der eine Umgebung für den Menschen ist, der eigentlich interessenlos und bedeutungslos ist, vielleicht zu einer bedeutungsvollen Umwelt gestaltet, oder? Also das ist so mein Gedanke, dass wir ja auch technische Hilfsmittel haben, dass der Organismus das auch hat. Ja, ich habe auch dazu geschrieben, einiges dazu geschrieben zu dieser Thematik. Denk nur an die Entdeckung der Mikroskopie und die Entdeckung der Teleskopie. Ja, Teleskope und Mikroskope, was machen die? Sie haben unsere Umwelt erweitert, nach innen, nach unten, hin zum Kleinen und hin zum Großen. Und nach oben, in Anführungsstrichen, nach außen. Also, ich meine, durch dieses Hubble-Teleskop haben wir Einblicke in die frühe Entstehung des Kosmos bekommen, Urknall, was auch immer das ist, Inflation des Kosmos und so weiter. Ja. Also wir können diese Dinge nicht verstehen, aber gerade weil wir sie nicht verstehen können, können wir nicht darauf verzichten, wie du vorhin sagtest, ausgehend von Stanislav Lem. Ja, und gerade der Science Fiction hat diese Erweiterung der menschlichen Umwelt immer wieder antizipiert, vorweggenommen und uns vielleicht auch in sehr gefährliche Abenteuer hineingestürzt. Also die Erweiterung der Umwelt ist nicht etwas, das man naiv und blauäugig immer begutachten soll. Im Sinne einer kritischen Biophilosophie würde das also bedeuten, dass diese Bewegungen des Lebens, diese Entgrenzungen des Lebens auch lebensfeindlich umschlagen können oder dass die Umwelt zu einem lebensfeindlichen Raum werden lassen können, was wir ja beim Thema Nachhaltigkeitsdiskussion auch, glaube ich, gerade sehr gut sehen können. Ja, aber ich will das vielleicht sehr klein angehen, das Thema. Also nehmen wir jetzt einen großen Wissenschaftler oder Philosophen. Seine Umwelt ist nicht nur die wahrgenommene Umwelt, was weiß ich, die Bücher, die er jetzt in seinem Bücherschrank sieht, sondern auch das, was in seinen Büchern steht. Ja? Das heißt symbolische Umwelt. Wir Menschen haben symbolische Umwelten. Symbolische Umwelt, die wir nicht mit unseren sinnlichen Apparaten unbedingt wahrnehmen, sondern auch mit einem Art inneren Auge. Ja. Wir bauen semantische Welten, die sehr bedeutungstragend sind, sehr bedeutungsbeladen sind, sehr emotional beladen auch sein können, die wir nicht mit unseren sinnlichen Organen wahrnehmen können. Das ist eine Form von innerer Umwelt, für die wir sozusagen eine Art gedankliches Mikro- oder Teleskop haben, in Anführungsstrichen. Ja, gedankliches Auge. Ja. Und die Beschäftigung mit diesen Welten kann sogar sehr antibiologisch sein. Man kann die eigene Gesundheit dabei ruinieren, mit anderen Worten. Also wir bewegen uns in Umwelten hinein, wir kreieren ganze Umwelten, gerade solche symbolische Welten, in denen wir uns verlieren können. Ja. Die unsere Zeitrauben, unseren Nervenrauben, also jeder, der eine Habilitation geschrieben hat und wahrscheinlich auch eine Dissertation, weiß, wovon ich jetzt rede. Ja. Ja. Das ist auch Umwelt. Das ist auch Umwelt. Ich fand spannend zum Thema, was ist auch Umwelt, dass du gerade auf eine zeitliche Dimension hingewiesen hast. Ja, weil man denkt jetzt bei dieser Grenzverschiebung, bei diesen kreativen Grenzprozessen und Entgrenzungen, denkt man ja zunächst räumlich. Und dann hast du gesagt, dass uns Teleskope auch einen Rückblick, das heißt einen zeitlichen Rückblick in die Entstehung des Universums ermöglichen. Und spannend finde ich, dass es damit also auch um eine Entgrenzung innerhalb der Zeitlichkeit geht. Genau. Das sollte man sehr wichtig auch immer mitdenken. Genau. Und man kann und denk auch darüber nach, dass die Entgrenzung geht auch in andere semantische Bereiche. Ja. Ne?
also durch unsere symbolischen Systeme. Die Kunst, also Kassierer ist jetzt sehr wichtig, erst Kassierer, ne? Die Philosophie der symbolischen Formen, Wissenschaft, Kunst, Religion, das sind alles symbolische Formen. In der Theologie haben wir natürlich eine gedankliche Umwelt aufgebaut über etwas, das vielleicht gar nicht gibt. Wir wissen nicht, dass es Gott gibt. Deswegen gibt es auch so viele deswegen gibt es so viele Gottesbeweise. Und immer wieder neue. Und das Ganze hört nicht auf. Also ich selbst bin kein Atheist, möchte ich auch noch sagen. Im Gegensatz zu den meisten oder zu allen oder fast allen Philosophen of Biology, die entweder Agnostiker oder Atheisten sind. Aber ich bin natürlich auch nicht sicher, dass Gott oder Götter gibt. Ja? Die bilden aber einen Teil meiner eigenen geistigen Umwelt. Aber zum Thema Kreativität, weil die Entgrenzung hat mit Kreativität zu tun. Ich würde vorschlagen, um dieses kreative Grenzsetzen und Entgrenzen besser zu verstehen, uns noch einen anderen Autor anzuschauen, nämlich George Canguilhem. Der hat ja genau in diesem vitalen Sinne den Umweltbegriff Exkuls nochmal aufgegriffen und wie ich finde, auch aufgewertet. Ja, ich glaube, er hat das getan, indem er diesen Umweltbegriff mit einem sehr wichtigen philosophischen Begriff oder Problem in Verbindung gebracht hat, nämlich dem der Normativität. Also der Organismus, der sich selbst seine eigenen Grenzen setzen kann und immer wieder aufs Neue sich von der Umwelt und von der Umgebung abgrenzt, der setzt sich ja damit selbst auch immer wieder neue Normen. Und für mich heißt das immer, er normalisiert sich selbst. Also indem er ständig seine alten Normen überschreitet. Das heißt also Normsetzung in unserem biophilosophischen Sinne. Normsetzung heißt, es ist ein grenzsetzender Prozess und ein grenzüberschreitender Prozess. Und ich dachte mir, vielleicht kannst du durch ein paar ganz anschauliche Beispiele nochmal sagen, worum es dieser Idee von Canguilhem eigentlich geht. Also einer Idee, der im Büchlein Die Erkenntnis des Lebens und natürlich auch in dem Hauptwerk Das Normale und das Pathologische entwickelt. Ich habe vorhin gesagt, dass es Grenzen, organismische Grenzen, nicht nur im Räumlichen, sondern auch im funktionalen Sinne gibt. Ja. Der Organismus unterscheidet sich durch seine Funktionen radikal von seiner Umwelt. Also das, was in einem Organismus geschieht, geschieht natürlich nicht in seiner physischen Umwelt. Um seine verschiedenen lebenswichtigen Funktionen aufrechtzuerhalten und zu optimieren, muss der Organismus bestimmte Größen, wie zum Beispiel Temperatur, Herzfrequenz, Konzentration bestimmter Substanzen im Blut, pH-Wert und anderes, innerhalb gewisser Ober- und Untergrenzen erhalten. Es gibt Menschen, die sogar physiologische und biochemische Grenzen, die als unverrückbar gelten, radikal verschieben, ohne dass diese Menschen als Kranke bezeichnet werden können. Das ist das Interessante. Sie sind kerngesund. Und trotzdem gelten für sie andere Grenzen. Also ein Beispiel aus einer Zeit, das diese Verschiebbarkeit von Grenzen gut zeigt, ist der sogenannte Apnoe-Taucher Jacques Mayol. Was sind Apnoe-Taucher? Das sind Leute, die ohne Sauerstoffflaschen in die Tiefe tauchen. Ja? Jacques Mayol ist der erste Mensch, der ohne eine solche Flasche die 100-Meter-Grenze überschritten, genau gesagt unterschritten hat. Also ist nach unten getaucht, aber es ist immer schwierig jetzt beim Tauchen. Wie ist es ihm gelungen? Ja, man hat festgestellt, dass er tiefer als 100 Meter tauchen konnte, weil er seine eigene Herzfrequenz auf 27 Pulse pro Minute senken konnte. Das heißt, Jacques Mayol hat durch Yoga und Meditation gelernt, sein Herz so zu kontrollieren, wie die Walle und die Delfine es tun. Ja, er hat seinen Metabolismus sehr stark gesenkt. Ja, und auf die Weise konnte er mehr als 100 Meter tauchen. Das geht natürlich dadurch, dass sie bestimmte physiologische Grundwerte, die bei sogenannten normalen Menschen innerhalb bestimmter Grenzen
existieren. Also die Grenzen dieser ihrer eigenen physiologischen Aktivitäten können diese Menschen enorm variieren. Also bisher ist, glaube ich, klar geworden, dass wenn wir über organische Prozesse sprechen, wir sie gar nicht adäquat verstehen können, wenn wir sie zum Beispiel, wie du es gerade auch angemahnt hattest am Anfang, mit Maschinen oder mit mechanischen Abläufen gleichsetzen. Zumindest finde ich, es ist bis heute hochdiskutabel, sich Maschinen vorzustellen, die ihre eigenen Grenzen, das heißt also ihren normalen Funktionsbereich und die ihn setzenden Parameter irgendwie überschreitet. Ja, das gibt es vielleicht bei selbstlernenden Algorithmen, aber die sind die Ausnahme. Das heißt also Maschinen, die Grenzen ihrer Programmierung überschreiten, ist auch immer eine Grenze zur Science Fiction oder sicherlich auch zum Transhumanismus. Und ich glaube, der Anspruch deiner Biophilosophie ist es also auch immer mit einer anderen Sprache, diesen Organismus zu verstehen. Das heißt, diese Sprache in der Philosophie überhaupt erst zu entwickeln, die fern dieser mechanischen Erklärungen und Analogien funktioniert. Und ich glaube, eine wichtige Inspirationsquelle für dich muss dabei immer Henri Bergson sein. Mechanismen grundsätzlich funktionieren durch festgelegte Grenzen, die Abläufe der beweglichen Bauteile kanalisieren oder konstrainen, wie es immer häufiger heißt. Ja, konstrainen, das ist ein sehr modisches Wort in der modernen Biologie. Die Unverrückbarkeit der inneren Grenzen einer mechanischen Maschine sind offensichtlich. Also einer mechanischen Maschine, einer klassischen Maschine wie eine Dampfmaschine oder ein Uhrwerk. Maschinen, die ihre Struktur verändern können, sind auf einer höheren Ebene von einer fixierenden Metamaschine, also einer Maschine in der Maschine, determiniert. Etwas Ähnliches hat man jedoch in keinem Organismus finden können. Die Plastizität eines Organismus, seine Fähigkeit, seine inneren und äußeren Grenzen normativ zu verschieben, wird nicht von einem im Organismus festgelegten Agens oder Prinzip bestimmt. Ja, der ganze Organismus vollbringt diesen kreativen Akt der Grenzverschiebung, der Umweltsetzung, Umweltkreation und so weiter. Die plastische Umbildung des Organismus ist also ein kreativer Prozess und kein Ablauf, der der Logik von Maschinen und Mechanismen gehört. Jede kreative Grenzüberschreitung in der organischen Welt ist allerdings eine Herausforderung für das mechanische Denken. Ja. Die organismische Kreativität, die, wenn auch geringfügige Selbsttranszendenz des Lebendigen, stellt für jeden Mechanismus, meinte ich, eine unverrückbare logische Begrenzung dar. Auch der ausgeklügelste Mechanismus muss sich zerstören, wenn er sich selbst variiert, ohne dass seine Selbststrukturierung auf eine im Extrinsis und extern unverrückbar eingegrenzte Weise abläuft. Das heißt, wenn in einem Mechanismus oder in einer Maschine zu einer solchen Selbststrukturierung kommt, also zu etwas, das so aussieht für den äußeren Beobachter wie eine Selbststrukturierung, ja, dann ist sie irgendwie durch einen Metamechanismus, durch einen Mechanismus im Mechanismus, der festgelegt, fixiert ist, wird diese Strukturierung auf der unteren Ebene determiniert. Ja? Und diese Logik trifft aber nicht für Organismen zu. Die Plastizität des Organismus ist etwas, das nicht von einem kleinen Teil des Organismus determiniert wird. Das ist ein gesamtorganismisches Phänomen. Also mit dieser mechanistischen Logik, also dass die Grenzen der Transformation nach innen und nach außen vorgegeben sind, korrespondiert auf jeden Fall, dass Mechanismen Umgebungen ausgesetzt sind, während Organismen Umwelten kreieren. Ja. Du erwähntest Bergson, ja, Henri Bergson ist nicht nur ein wichtiger Biophilosoph, sondern auch ein wichtiger Philosoph des 20. Jahrhunderts überhaupt. Neben Alfred North Whitehead ist er übrigens mein Lieblingsphilosoph. Er hat wie kein anderer vor und nach ihm erkannt,
dass unser Intellekt sich am wohlsten fühlt, wenn er mit materiellen oder abstrakten Mechanismen operiert. Der menschliche Intellekt fühlt sich deswegen wohl in solchen materiellen und abstrakten Mechanismen, weil er, der Intellekt, geradezu davon lebt und davon und dafür lebt, könnte man sagen, dass er feste Grenzen zieht und Unterschiede verfestigt. A ist A und A ist nicht B. Ja? Und B ist B und A ist nicht B. A ist nicht B. Der Anfang der Logik, genau. Scharfe Grenzen. Ein Stein ist ein Stein und nicht irgendwas anderes. Und da, wo der Stein A ist, ist nicht der Stein B, sondern ist daneben. Es ist eine Logik des Nebeneinanders, nicht des Ineinanders. Sowohl im räumlichen als auch im begrifflichen, semantischen Sinne. Und das ist ja gleichzeitig auch eine Logik des Feststellens. Also mit Begriffen feststellen wir konservieren Zustände. Ja. Ich stelle fest. Ja. Das muss man auf die Zunge zergehen lassen. Ja? Also ich stelle fest. Ich lege fest. Ja? Das konsolidiert sozusagen die Dinge. Das griechische Wort für konsolidieren ist Pagiosis. Und das kommt von Pagos. Pagos heißt Fels, aber auch Eis, Eisblock. Also komplementär aber zum Intellekt, und das ist das Wichtigste, das Allerwichtigste vielleicht, das wir von Bergson lernen können, agiert die menschliche Intuition. Bei Bergson gibt es diese Komplementarität von Intuition und Intellekt. Also er sagt das nicht so, das habe ich jetzt so gesagt als Komplementarität von Intellekt und Intuition. Jedenfalls Bergson redet von diesen zwei grundsätzlichen geistigen Vermögen des Menschen. Das dritte ist der Instinkt. Auch Menschen haben Instinkte. Aber uns interessieren heute die zwei, Intellekt und Intuition. Intuition ist ein geistiges Vermögen, das die kontinuierlichen Übergänge aller Art zwischen den Seiten erfühlt. Ja. Gefühl. Ne? Erfühlt, erspürt. Und somit die Vorläufigkeit und Künstlichkeit von Grenzen erkennt. Sie ist die Fakultät der Aufgebung, der Aufhebung von Grenzen, der Auflösung von Grenzen, der Relativierung von Grenzen, die Sinn durch Nähe und Annäherung stiftet. Also ist ein sinnstiftendes Vermögen. Ja. So könnte man die Intuition gegenüber dem Intellekt, der von Grenzen und für Grenzen lebt, abgrenzen. Ja. Aber, und das ist jetzt, diese Abgrenzung ist auch nicht eine absolute, weil das wäre selbst sehr intuitiv und das wäre kontraintuitiv, wenn wir sagen würden, zwischen Intuition und Intellekt gibt es eine scharfe Grenze, weil Bergson deutlich macht, dass man nur total intuitiv sein kann, wenn man intelligent ist. Über ein Intellekt hat. Das heißt, man muss mit Begriffen operieren können, man muss mit Symbolen operieren können, um diese Symbole, diese Bedeutung der Begriffe, der Symbole hinterfragen zu können und intuitiv ihre Grenzen zu erfüllen, erspüren und so weiter. Und auch dadurch einen neuen Intellekt, also neue Begriffe, intuitivere Begriffe. Nicht umsonst redet Bergson auch von flüssigen Begriffen. Ja, und im Sinne Exküls, glaube ich, geht es auch um flüssige Schemata. Also wir hatten ja den Schematismus angesprochen. Und ich glaube auch, das ist wichtig, was du sagst, damit man Bergson nicht in die Ecke eines Intuitionisten stellt. Das heißt also, der den Verstand und die Vernunft beiseite lässt und auf die Intuition alle Karten setzt. Ich denke, es geht, so sage ich das in meiner Dissertation jedenfalls, um eine Intuition im Denken und nicht außerhalb des Denkens. Also ein Intellekt, der in der Lage ist, die Intuition zu befragen nach den Werden, nach den kontinuierlichen Übergängen und so weiter und so fort. Das heißt allerdings nicht, dass Bergson intuitive Akte ausschließt, die nicht mit gedanklicher Reflexion zusammenhängen. Sicher, spirituell. Wir dürfen spirituelle Eingebungen, aber auch parapsychologische Phänomene. Bergson war eben Präsident, der auch eine gewisse Zeit lang, einige Jahre Präsident der englischen
britischen parapsychologischen Gesellschaft. Bergson sagt in seinem kleinen Büchlein das Lachen. Worüber lachen wir denn eigentlich? Was ist der Gegenstand unseres Lachens? Und er sagt, wir finden es in der Regel dann komisch, wenn eine organische Bewegung, zum Beispiel eine Tanzbewegung, ins Mechanische übersetzt wird. Also wenn etwas, ich sage es jetzt mal ein bisschen großspurig, Anmutiges, eine poetische Bewegung in eine Roboter, in eine maschinenhafte Bewegung zerstückelt wird. Das vielleicht auch nochmal, um klarzumachen, warum für die Biophilosophie gerade diese außersprachlichen Phänomene wie Tanz, Gemälde, Film, sicherlich auch Musik vielleicht viel radikaler von Bedeutung ist, um diese Unbeholfenheit unseres mechanischen Zugriffs auf das Leben, auf die lebendigen Prozesse deutlich zu machen. Bergson verweist immer wieder auf die Problematik, auf das Thema Tanz, ja, in verschiedenen Büchern. Auf die Anmutigkeit der Bewegung, die Anmut der Bewegung. Was heißt in diesem Fall Anmut der Bewegung? Wir wissen, das weißt du auch sehr gut, dass Bergson ein Philosoph der Kontinuität ist. Der Kontinuität des Erlebens und der Kontinuität der Wahrnehmung der Bewegung. Auch, also sowohl wenn man als Zuschauer einen Tänzer sieht, wie er sich bewegt, als eine kontinuierliche Bewegung, als auch wie es sich für den Tänzer selbst anfühlt, diese kontinuierliche Bewegung auszuführen, ja, dieser Prozess. Und was sowohl den Beobachter als auch den Menschen, dafür muss man kein Tänzer sein, das weiß jeder Mensch, der seine eigenen Bewegungen auch einmal konkret beobachtet, nicht vor dem Spiegel, sondern mit dem inneren Auge gefühlt, eher fühlt hat, das weiß man dann. Es gibt keine scharf voneinander abgegrenzten Phasen dieser Bewegung. Also eine einfache Handbewegung ist eben eine Einheit. Es ist nicht sowas, ja, wo man sozusagen von A nach B, wie sich bewegt, stehen bleibt, dann von B nach C, dann von C nach D und so weiter. Die Bewegung, die ein Roboter ausführt, sind maschinenhafte Bewegungen. Also, der bewegt sich von A nach B, das wird eben von einer Art Programm oder Unterprogramm reguliert, dann macht er eine ganz andere Bewegung, die wird von einem anderen Unterprogramm reguliert. Also, wenn er irgendwo stehen bleibt, bleibt er stehen. Wenn ich als Mensch irgendwo stehen bleibe, antizipiere ich schon im Gefühl, also fühle ich schon in den Muskeln meiner Hand, dass ich die nächste Bewegung anfange. Ja? Selbst wenn meine Hand sich äußerlich nicht bewegt, fühle ich schon irgendwie, dass sie sich bewegt, wenn du so willst, dass sie sich bewegen wird. Sviran, wir müssen leider langsam zu einem Ende kommen. Ich habe noch einen kleinen Teil vorbereitet, der mich interessiert. Ich würde gerne fragen, was denn eigentlich der ethische Wert der Biophilosophie und dieser Idee der kreativen Grenzen ist. Wenn ich zum Beispiel an Denker wie Michel Foucault denke, ja, für die ja auch das Erleben der Grenze und Grenzüberschreitungen immer von Bedeutungen waren. Wenn man sich zum Beispiel den Gedanken anschaut, ja, dass jeder Einzelne von uns auch sich bewusst machen kann, dass er durch äußere Machtverhältnisse, durch die Ausübung von Macht zu etwas gemacht worden ist, was er ist. Und um das zu ändern, was man geworden ist, das bedeutet eben, sich auch selber zu überschreiten. Das heißt also hier, in dieser Perspektive werden diese Prozesse der Grenzüberschreitung plötzlich zu ethischen Prozessen, ich sag mal, einer Praxis des Widerstands, mit der man also das Gewordensein auch verändern und wieder, wie du so schön sagtest, verflüssigen kann, wie man dieser Macht gegenübertreten kann, die einen zu dem macht, was man ist. Und es ist, glaube ich, egal, ob diese Macht jetzt neoliberal ist, ökonomisch oder politisch oder psychologisch reguliert, unterdrückt oder irgendeine bestimmte Verhaltensweise produziert. Ich glaube, es geht bei dieser Art der Grenzüberschreitung eben immer darum, so eine Art neue Haltung
für den Menschen, also eine neue Haltung gegenüber der Welt, gegenüber den anderen Menschen und natürlich auch gegenüber sich selber dauerhaft einzurichten, und zwar eben als revidierbare Haltung, das heißt als etwas, das eben nicht starr und festgelegt ist. Und immer, wenn ich daran denken muss, dass wir unser eigenes Selbst also offen halten, unser Werden offen halten und in Bewegung halten, dann frage ich dich gerne, was denn eigentlich jetzt so eine Art spezifisch biophilosophischer Beitrag für diese, für genau diese Diskussion um das problematische Subjekt, um die Problematik der Subjektivierung, des Gemachtseins eigentlich ist. Also Foucault hat von der Medizinisierung der Gesellschaft zum Beispiel gesprochen. Ja. Was verstehe ich jetzt unter Medizinisierung der Gesellschaft? Dass bestimmte Machtstrukturen entstanden sind, die um die Problematik der Gesundheit platziert sind. Ja, oder in dieser Problematik verwurzelt sind. Und dass eben der menschliche Körper ein Kontrollobjekt wurde, ja, so wie früher der menschliche Geist eben, und natürlich auch heute in der Psychiatrie, oder die auch ein sehr wichtiges Thema von Foucault ist, auch der menschliche Körper eben ein Objekt der Kontrolle geworden ist, durch naturwissenschaftlich abgesegnete Methoden, Mittel und so weiter. Man kann von einer Macht im doppelten Sinne reden. Erstmal im Sinne der Beherrschung und Bemächtigung des Lebendigen, ja, also Normbildung, Normsetzung. Gesund ist derjenige, der zwischen diesem Unterwert und diesem Oberwert sich bewegt. Die Blutwerte zwischen dem und dem müssen sein, und die, was weiß ich jetzt, die Herzfrequenz so und so, dann war er eben Majol vielleicht nicht gesund. Ich glaube, meine Idee, um das jetzt erstmal zusammenzufassen, ist doch eigentlich, ja, dass die, wenn man diese Kritik von Foucault an zum Beispiel biopolitischer Macht, die Medizinisierung, die du angesprochen hast, wenn man die biophilosophisch interpretiert, müsste man doch eigentlich sagen, dass diese biophilosophische Kritik dann darin besteht, zu sagen, dass es offenbar eine Macht gibt, die die Selbstregulation und die kreative Selbst, das Selbstsetzen von Grenzen eigentlich verhindert, beziehungsweise auf eine ganz bestimmte Weise kanalisiert, das heißt vorgibt. Mit anderen Worten, die Kreativität kommt eigentlich dann von einer Machtausübung, die nicht meine eigene ist. Aber ich glaube, genau um diesen Gedanken geht es doch dann eigentlich, wenn man ja, Canguilhem nochmal davor schaltet, vor den Foucault schaltet. Das wäre so etwas wie Hinterfragung dieser Selbstentgrenzung. Also wenn ich meine Grenze transformiere, mache ich das wirklich auf eine genuine, spontane, eigene Weise, oder ist selbst das anderen Metanormen, wenn du so willst, Metanormen unterworfen. Ja? Und das ist wieder die Logik der Metaebenen, die ich für eine typisch mechanistische Logik halte. Ich gehe wirklich davon aus, es gibt keine Metaebenen in Organismen, sondern es ist ein kausales Kontinuum und auch ein funktionales Kontinuum. Ja? Und das ist auch ein Kontinuum, und weil er so ist, kann er seine Normen und Grenzen freisetzen. Also nicht durch solche Machtmechanismen, die der Foucault sehr zu Recht kritisiert, weil sie eigentlich auch das Wesen des Organismus vergewaltigen, muss man dazu sagen. Ja, ich kann nur sagen, dass Michel Foucault aus meiner Sicht ein sehr wichtiger Biophilosoph ist, und dass er nicht nur, weil er Schüler von Canguilhem war und sein Denken fortgeführt hat, sondern weil er so viele wichtige Punkte angesprochen hat, gerade in unserer heutigen Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir mitten in einer großen Pandemie leben. Ja? Und diese Pandemie wird natürlich, die Bekämpfung dieser Pandemie wird zu neuen biopolitischen Dispositiven führen. Und da ist Foucault unglaublich wichtig, weil
ohne Foucault kann es keine. Oder das Denken, das von Foucault ausgeht, zum Beispiel dein eigenes Denken, muss man dazu sagen, deine Dissertation gehört zu diesem Bereich. Ohne das können wir nicht, glaube ich, eine Biophilosophie für das 21. Jahrhundert schaffen. Jetzt haben wir über Grenzen und Entgrenzung gesprochen, Spiridon. Wir haben unsere Zuschauer jetzt ein bisschen zum Nachdenken hoffentlich anregen können. Ich glaube, wir haben sehr viele Lektüre-Tipps auch gegeben. Und vor allem sind wir am Ende doch wieder bei einem aktuellen Thema gelandet, mit dem sich jetzt jeder weiter beschäftigen kann und diskutieren kann. Ich habe eine ganze Menge gelernt, Spiridon. Ich danke dir, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Und ich wünsche dir natürlich beste Gesundheit wie allen unseren Zuschauern. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und dir gehört das letzte Wort, Spiridon. Ja, ich will nichts weiter sagen. Also vielen Dank für den guten Wünsche und ich freue mich sehr, dass du diese Zeit mit mir jetzt genossen hast. Ich habe es auch sehr genossen. Ich habe auch viel gelernt. Obwohl ich die ganze Zeit geredet habe, habe ich trotzdem viel gelernt. Zum Beispiel, was ich alles noch nicht weiß. Und ich möchte natürlich auch unsere Zuschauer für ihre Geduld, für ihr Interesse herzlichst danken und ihnen auch eine gute Gesundheit wünschen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.